Die 10 verbotensten Hunderassen der Welt. Es ist schwierig, einem Hundeliebhaber oder Kaninophilen zu erklären, dass seine Lieblingshunderassen in einigen Ländern illegal sind. Kurz gesagt, besitzt du einen dieser 10 Hunde aus dem Video, solltest du das jeweilige Landeshundegesetz überprüfen. Damit verhinderst du einen Gesetzesverstoß. In diesem Video stellen wir 10 Hunde vor, deren Besitz in den meisten Ländern verboten ist. Halte Ausschau nach unseren Plätzen 1 und 2. Nummer 10. Neapolitanischer Mastiff. Der neapolitanische Mastiff, auch Mastino Napoletano genannt, stammt ursprünglich aus Italien, wo er als Gladiatorenhund eingesetzt wurde. Die römischen Legionen verwendeten ihn als Kriegshund zum Kampf gegen die Feinde. Es handelt sich um eine große und kräftige Hunderasse, deren Körperlänge etwa 15% über der Körpergröße liegt. Dieser Hund stellt eine Gefahr für jede Gesellschaft dar, in der er lebt. In Singapur ist die Haltung des neapolitanischen Mastiffs verboten. Außer du hast einen bestandenen Wesenstest für deinen Hund. In Gegenden mit steigender Kriminalität erfreut sich der neapolitanische Mastiff immer größerer Beliebtheit. Sind sie doch ausgezeichnete Wachhunde. Allein der Anblick seines massigen Schädels und großen Mauls reichen aus, um einen Eindringling in die Flucht zu schlagen. Nummer 9. Wolfshund. Es gibt zahlreiche Hunderassen, die eine Kreuzung zwischen Haushund und Wolf sind. Da Wölfe keine geeigneten Haustiere sind, wurden wolfsähnliche Rassen gezüchtet. Einer davon ist der tschechoslowakische Wolfshund, eine Kreuzung aus deutschem Schäferhund und Karpatenwolf. Es gibt auch den Saarlouis-Wolfshund und das Wolfsblut. Das enge Verwandtschaftsverhältnis zum Wolf äußert sich in seinem Verhalten. Ohne den richtigen Umgang und ausreichende Erfahrung eignen sich Wolfshunde nicht als Haustiere. Sie sind bekannt für gelegentliche Angriffe auf Menschen, vor allem auf hilflose Kinder. In Norwegen ist die Haltung eines Wolfshundes unter Strafe verboten und du kannst sogar im Gefängnis enden. Nummer 8. Deutscher Schäferhund. Wenn du dir einen Hund kaufen willst, was ist dir wichtiger, die Rasse oder die Gesetze? Deutsche Schäferhunde sind Arbeitshunde, die früher wegen ihrer Stärke, Intelligenz und ihres Gehorsams als Hütehunde gehalten wurden. Auch werden sie zu Schauspielern, Bombenspürhunden oder Militärhunden ausgebildet. Bei guter Erziehung und Training haben sie ein ausgeglichenes Wesen. Mangelnde Sozialisierung macht sie aggressiv. Der deutsche Schäferhund ist wegen seiner Aggressivität und seines übersteigenden Beschützerinstinkts in einigen Ländern verboten. Vielerorts werden sie für illegale Hundekämpfe missbraucht. In Staaten wie den Bermudas, Singapur, den Malediven, Malaysia, Irland und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ihre Haltung untersagt. Beachte, dass der deutsche Schäferhund aggressiv auf andere Hunde reagieren kann und auch für Hunde gefährlich sein kann. Nummer 7. Kanarische Dogge. Der ursprünglich als Hütehund gezüchtete Dogo Canario, offiziell Presa Canario, ist auch als kanarische Dogge bekannt. Er ist groß und muskulös. Nur ein gut sozialisierter und trainierter Dogo Canario ist ruhig und gehorsam. Sie wäre nicht auf dieser Liste, wären sie nicht manchmal bösartig. Zwischen 1982 und 2014 gingen über 100 Hundeangriffe auf das Konto einer kanarischen Dogge. Davon waren 46 gegen Kinder und 41 gegen Erwachsene gerichtet. Etwa 18 Bisse führten zum Tod und 63 endeten mit bleibenden Verletzungen. Die Zahl der Angriffe erklärt, warum diese Hunderasse in einigen Ländern verboten ist. Studien zeigen, dass größere Hunde kräftigere Kiefermuskeln haben und damit mehr Schäden anrichten können. Forscher glauben, dass der Dogo Canario zu den Rassen mit den 10 stärksten Eckzähnen weltweit gehört. Er hat eine Bisskraft von über 500 PSL. In Polen, Singapur, Deutschland, Malaysia und einigen Regionen in Großbritannien ist der Verkauf, der Besitz und der Import gesetzlich verboten. Nummer 6. Kettenhund. Kettenhunde oder Bandogs sind seit dem Mittelalter bekannt. Der große Hund ist berüchtigt dafür, sich nachts von seiner Kette zu lösen. Sie sind keine reine Rasse, sondern eine Kreuzung aus vielen, darunter dem amerikanischen Pitbull.
Ziel der Züchter war es, eine Hundeart zu schaffen, die einem Mastiff ähnelt, aber mit der Ausdauer des American Pitbull Terriers. In den späten 60er Jahren begann der berühmte Tierarzt John Swinford erstmals mit ihrer Züchtung. Kettenhunde sind tödliche Beschützer. Sie warnen ihre Eindringlinge durch Bellen und greifen sehr schnell an. Ihr Biss kann tödlich enden. Daher sind sie in einigen Ländern verboten. Kettenhunde haben aber auch eine sanfte Charakterseite. Mit der richtigen Erziehung sind die loyalen Hunde echte Haustiere. Wachsen sie zusammen mit Kindern auf, entwickeln sie ein freundliches und beschützendes Wesen. Bist du noch Hunde unerfahren? Dann such dir eine andere Hunderasse aus. Nummer 5. Argentinische Dogge. Die argentinische Dogge tauchte um 1928 erstmals in Argentinien auf und stammt vom ausgestorbenen Córdoba-Kampfhund ab. Sie ist eine Kreuzung aus Bordeaux-Dogge, deutscher Dogge und irischem Wolfshund. Als Jagdhunde wurden sie auf gefährliche Beutetiere wie den Berglöwen angesetzt. Davor waren sie beliebte Kampfhunde. Der Dogo Argentino erwies sich als zäh und konnte es bei der Jagd auch mit Wildschweinen aufnehmen. Wie bei anderen verbotenen Rassen sind zahlreiche Angriffe auf Fremde und ihre Besitzer bekannt. Der Dogo ist in mindestens 10 Ländern verboten, darunter Portugal, Neuseeland und Australien. Selbst wenn die Haltung bei dir erlaubt ist, solltest du ein erfahrener Hundehalter sein. Nummer 4. Brasilianischer Mastiff. Der brasilianische Mastiff ist eine selbstsichere und mutige Rasse mit hoher Aggressivität. Der Jagdhund war beliebt bei der Wildschweinjagd, der Jagd auf Jaguare und auch Sklaven. Wenn ein Besitzer bemerkte, dass einer seiner Sklaven entflohen war, brauchte er den Hund nur auf dessen Fährte zu setzen. Ihre Rasse ist eine Mischung aus Bluthund, Mastiff und Bulldogge. Ihr Persönlichkeitsmerkmal heißt Ojeriza, was auf Portugiesisch übersetzt Misstrauen bedeutet. Der brasilianische Mastiff reagiert auf Fremde aggressiv. Wenn in deinem Land die Haltung dieser Hunde erlaubt ist, hast du einen ausgezeichneten Wachhund. Richtern bei brasilianischen Rassehundeshows wird abgeraten, sie zu berühren. Im Vereinten Königreich, Israel, Dänemark, Norwegen oder Zypern ist dir die Haltung eines brasilianischen Mastiff nicht gestattet. Ebenso in Neuseeland, Südaustralien, New South Wales und Queensland. Nummer 3. Japanischer Kampfhund. Der japanische Kampfhund ist eine Kreuzung aus einheimischen japanischen Hunden und westlichen Rassen wie dem Bull Terrier und dem Mastiff. Obwohl in vielen Ländern verboten, werden in Japan mit ihnen noch immer Hundekämpfe, sogenannte Tosa-Kämpfe, abgehalten. Diese ähneln dem Sumo-Ringen, bei dem die Sieger mit dem Rang des Yokozuna gekrönt werden. Die Rasse kämpft völlig lautlos. In Malta, Norwegen und Dänemark ist der Besitz eines japanischen Kampfhundes strafbar. Der Dangerous Dogs Act von 1991 regelt den Besitz dieser Hundeart im Vereinten Königreich. Wenn du diese Rasse in Großbritannien hältst und die Polizei erfährt davon, bekommst du Schwierigkeiten. Bei der Vorlage eines Wesenstests darf man ihn aber mit Ausnahmegenehmigung behalten. Und nun zu unseren Plätzen 1 und 2. Wenn du unseren Top-10-Kanal noch nicht abonniert hast, tu dir selbst einen Gefallen, nimm dir eine Sekunde, drück den Abo-Button und begleite uns zu den letzten beiden Hunderassen auf dieser Liste. Nummer 2. Rottweiler. In Deutschland sind Rottweiler auch als Metzgerhund bekannt. Sie wurden hauptsächlich zum Hüten von Vieh und zum Ziehen eines mit geschlachtetem Fleisch gefüllten Wagens eingesetzt. Der ursprüngliche Hütehund ist heute ein beliebter Such- und Rettungshund bei Militäreinsätzen. Das Problem des Rottweilers ist sein Besitzer. Viele sind möglicherweise nicht erfahren genug, um sie richtig auszubilden und zu erziehen. Ihre Haltung ist umstritten. Wissenschaftler glauben, dass Rottweiler ihre Besitzer und Gäste auch dann angreifen können, wenn sie gut trainiert sind. Aufgrund ihrer Stärke hat ein Biss dieses Hundes lebensbedrohliche Folgen. Rottweiler gehören in Ländern wie Irland, Israel, Portugal, Ecuador, Polen und Rumänien zu den nicht erlaubten Hunderassen. Andere Länder erlauben die Haltung unter strengen Auflagen. Wenn du die Vorschriften nicht einhältst, ist es am besten, dir eine andere Rasse zuzulegen. Nummer 1. Pitbull.
Der Begriff Pitbull ist eine Sammelbezeichnung für Hunde, die von Terriern und Bulldoggen abstammen. In Ländern wie Amerika ist die amerikanische Pitbull-Terrier-Rasse bekannt. Sie dienen als Kriegshunde, Rettungshunde, beliebte Promi-Haustiere und Polizeihunde. Sie sind agil, kraftvoll, energiegeladen und bei guter Ausbildung kooperativ. Einer Studie zufolge gehen etwa 45% der Hundeangriffe auf das Konto eines Pitbull. Leider sind 70% der Opfer Kinder. Zum Glück sind sie in vielen Teilen der Welt, wie zum Beispiel im Vereinigten Königreich, nur unter Auflagen erlaubt. Zwischen 2005 und 2015 töteten Pitbulls etwa 232 Amerikaner, alle 17 Tage einen Bürger. Im Februar 2013 suchte die Polizei in Nassau County von Tür zu Tür nach zwei Pitbulls, die drei Frauen und einen Teenager angegriffen hatten. Bei einer im Jahr 2009 veröffentlichten 5-Jahres-Überprüfung von Hundebissen verursachten Pitbulls fast 51%. Fans dieser Tiere sagen, ihr Charakter hänge von ihrem Besitzer ab. Aber die Wahrheit ist besser, auf Nummer sicher zu gehen. Denkst du immer noch daran, gefährliche Hunde zu meiden? Das war's. Dies sind einige der verbotensten Hunderassen der Welt. Es gibt über 190 Hunderassen. Wenn dein Favorit auf der Liste steht, gibt es noch hunderte andere. Besitzt du einen Hund? Ist er in deinem Land erlaubt?